Die Bergretter, nach Traumstart fliegt die schon wieder aus dem Programm. Die Serie Die Bergretter startete am Donnerstag, 2. März, mit Traumquoten und einem sehr starken Marktanteil von 21%. Wie DWDL berichtete, besonders erfreulich dürfte für das ZDF in diesem Zusammenhang sein, dass die Serie auch bei dem jüngeren Publikum gut ankam. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 10,4%, was man nun wirklich nicht über jede Serie der öffentlich-rechtlichen Sender behaupten kann. Nur das am selben Tag ausgestrahlte Germany's Next Topmodel war in dieser Zielgruppe erfolgreicher. Doch aller Erfolg schützt die Bergretter nicht vor dem Sendeprogramm des ZDF. Und diese Woche müssen die Fans auf neue Geschichten verzichten. Den Sendeplatz übernimmt ausnahmsweise ein anderer Hoffnungsträger in puncto Quoten, der Schwarm. Die Serie beruht auf dem Bestseller von Frank Schätzing, 65, und konnte bereits vor der analogen Ausstrahlung in der Mediathek über 700.000 Views vorweisen. Es wird sich noch zeigen, ob die Serie auch im Fernsehen derart erfolgreich ist. Nächsten Donnerstag, 16. März, werden dann die Bergretter wieder wie gewohnt ausgestrahlt. Sturm der Liebe Fans erwartet eine ganz besondere Überraschung: Josie, Lena Konzendorf, 31, kehrt unerwartet an den Fürstenhof zurück. Wie der Serienvorschau zu entnehmen ist, wird die Darstellerin samt Rolle in der Besetzungsliste aufgeführt. Mit einem so schnellen Wiedersehen dürften die wenigsten ZuschauerInnen gerechnet haben. Ist die Traumhochzeit von Josie und Paul, Sandro Kirzel, 32, doch erst wenige Wochen her. Für gewöhnlich verlässt das Traumpaar der Sturm der Liebe Staffel die Serie kurz nach dem gemeinsamen Happy End. Ist das Wiedersehen mit Josie also ein schlechtes Zeichen? Wohl eher nicht, denn Gary, Johannes Huth, 34, träumt in der Folge, die voraussichtlich am Freitag, 14. April, ausgestrahlt wird, von einer Hochzeit mit seiner Freundin Shirin, Mavis Akir, 29. Die Chance ist also relativ hoch, dass es sich bei Josies Auftritt nur um eine Traumerscheinung handelt und sie nicht wirklich wieder am Fürstenhof ist. Die nächsten Wochen werden zeigen, was es wirklich mit ihrer unerwarteten Rückkehr auf sich hat und ob aus dem bisher einmaligen Auftritt vielleicht doch mehr wird. Dann wäre allerdings die naheliegende Frage, was das für ihre Beziehung mit Paul bedeutet. Der Bergdoktor Staffel 16 wird wohl für alle Zeiten bekannt sein als die mit Abstand dramatischste Staffel von allen. Die Familie Gruber ist zerstritten. Martin, Hans Siegel, 53, und Hans, Heiko Ruprecht, 50, reden kein Wort mehr miteinander. Hans und Lynn, Andrea Gerhardt, 39, trennen sich vorerst. Lilly, Ronja Forcher, 26, ist ausgezogen und Lisbeth, Monika Baumgartner, 71, liegt im Kummer. Vielen Fans ist das eine Spur zu viel Drama. Andere Fans verstehen den ganzen Zwist ohnehin nicht, schließlich scheint Hans darüber so erbost, dass Bruder Martin mit seiner verstorbenen Ehefrau eine Affäre hatte und mit ihr auswandern wollte. Doch genau letzteres, nämlich die geplante Auswanderung nach New York, müsste ihm bereits seit Staffel 1, Folge 2, bekannt sein, wie manch ein Fan verwundert festgestellt hat. Ist den DrehbuchautorInnen ein Fehler unterlaufen? Neu schien demnach für Hans eher zu sein, dass die Affäre zwischen seiner Frau und Martin kein One-Night stand, sondern eine sich über Monate hinziehende Geschichte war. So oder so ebbt die Kritik an der Staffel auch nach dem Finale nicht ab, was Darsteller Siegel bereits vor Wochen dazu animierte, sich auf Facebook mit deutlichen Worten zu melden. Mich erstaunt jedenfalls diese beinahe schon übertriebene Identifikation mit den Figuren und das beinahe alte Sittenbild mancher Kommentare. Es scheint mir nicht nur alt, sondern manchmal sogar überholt, schießt der Schauspieler gegen die kritische Fangemeinde. Über die Kritik zum Grund für den Bruderstreit schreibt er: War es unlogisch? Oder war es einfach nur empathisch? Damit so lange nicht rauszurücken und entstehen dann nicht manchmal Missverständnisse?
die sich von selbst weiterentwickeln? Man könnte über Spannung, Idee oder Kreativität gerne diskutieren, so der Darsteller weiter. Aber Leute, es ist eine Serie, eine Fiktion. Eine Fiktion mit realen Emotionen für die Fans, weswegen es kaum verwunderlich ist, dass Siegels Kommentar auch 3 Wochen nach Veröffentlichung medial noch Wellen schlägt. Vielleicht kommt die Versöhnung ja noch, mit der Veröffentlichung der womöglich weniger dramatischen Staffel 17. Sie haben Fernsehnews verpasst? Lesen Sie den Serienticker der vergangenen Woche nach. Verwendete Quellen: Facebook.com, RTL.de, Fernsehserien.de, DVDL.de, T-Online.de.